Adam, der Bauabschnitt entlang des Rathauses wurde Anfang Juli eröffnet und sollte im September beendet sein. Nun ist Ende Oktober und ein Ende ist nicht in Sicht. Warum ist es zu einer derartigen Verzögerung gekommen? Also Herr Grün, meines Erachtens ist das eine Großbaustelle, die wir hier in Sulzbach haben, die ihresgleichen in den letzten Jahren sucht. Ich glaube, man muss mit ins Kalkül einbeziehen, dass hier in eine Substanz eingegriffen wird, die schon mehr als 100 Jahre alt ist. Und insofern kann es immer zu Verzögerungen kommen. Vielleicht noch eine kleine Korrektur. Wir haben ja nicht nur mit den Bauarbeiten vom Rathaus begonnen, sondern vorgeschaltet ist ja die Maßnahme der Stadtwerke Sulzbach, nämlich die Versorgungsleitungen völlig neu zu verlegen, die in die Jahre gekommen sind, die jetzt auch eine Erneuerung bedürfen. Insofern haben wir schon ein Stück vorher begonnen mit dieser großen Maßnahme, die, wie wir ja auch im Vorfeld mitgeteilt haben, sich über viele Monate hinziehen wird. Insofern kann bei einer solchen Maßnahme immer wieder eine Verzögerung auftreten. Hier ist von den Baufachleuten mir mitgeteilt worden, dass man mit mangelnder Tragfähigkeit aufgrund von Staunässe zu tun hatte. Das heißt also, es musste im Rahmen, ich sage jetzt mal, Operation am offenen Herzen umorganisiert werden. Das ist üblich bei einer Baustelle. Das war ein Grund der Verzögerung. Und ein anderer Grund der Verzögerung war, dass Leitungen, die selbstverständlich nicht immer dort liegen, wir haben heute Systeme, wo Leitungen genau fixiert werden, dass in diesen Bereichen, wo dann später auch der Bus fahren soll, eben Leitungsumverlegungen zum Beispiel notwendig waren. Also summa summarum, bei einem solchen Bauvorhaben kann es durchaus zu Verzögerungen kommen, das ist absolut üblich. Insofern, das ist natürlich nicht schön, aber im Ergebnis auf technische und entsprechende tatsächliche Vorgaben zurückzuführen. Ja. Wie lange werden sich denn die Bauarbeiten noch hinziehen im Gesamten? Ich sage mal, wenn meine Leute Propheten wären, dann könnten die das selbstverständlich sagen. Wir haben jetzt die Situation, was auch völlig klar ist bei einer Maßnahme, die länger als ein Jahr dauert, dass wir normalerweise jetzt in Regenphasen kommen, dass wir möglicherweise in Frostphasen kommen. Das heißt also, es kann im Moment niemand genau sagen, weil einfach nicht abschätzbar ist, wie sich die Wettersituation entwickelt. Das hätte übrigens auch im Sommer passieren können, wenn dort eine lange Phase, wie wir es ja auch hier leider in Sulzbach erlebt haben, mit Regengüssen sich ergeben hätte. Dann wäre auch ein Stillstand der Baustelle möglich gewesen. Also das können wir einfach nicht sagen, weil wir insbesondere die Wettervorgaben im Moment nicht festhalten können. Aber ich glaube, wenn man einen Blick im Moment nach draußen wirft, sieht man, dass am gestrigen, vorgestrigen Tage schon die Fahrbahnen asphaltiert wurden. Wir hatten ja geplant mit einer Vollsperrung, das heißt also einmal Vollsperrung. Möglicherweise kommen wir jetzt an dieser Phase vorbei, weil das gestern und vorgestern schon erledigt wurde. Also insofern, die Baustelle, sagen wir, es wächst so, wie es auch vorgegeben war. Aber in die Zukunft können wir leider nicht blicken. Okay. Die Anrainer und auch die Medien kritisieren die Informationspolitik der Stadtverwaltung, die ja die Saarbahn auf dem Laufenden hielt, aber die Betroffenen selbst nicht. Was können Sie denn dazu sagen? Ich habe das selbst verfolgt über die Presse, weil ich selbst in Urlaub war. Es ist selbstverständlich so, dass wir das hätten melden können. Wir waren aber der Auffassung, dass es entsprechend weitergeht. Verzögerungen sind an der Tagesordnung und insofern werden wir versuchen, das in Zukunft besser zu machen. Also viele der Betroffenen erwarten von der Stadtverwaltung eine Unterstützung aufgrund der überlangen Bauzeit und ja, sie sind ja auch Steuerzahler und haben sie auch schon angesprochen in der Sache wohl. Was können Sie dazu sagen, zu dieser Forderung? Also ich habe das wohl in einem Medium gelesen. Mir gegenüber ist das von einem Gewerbetreibenden mal angesprochen worden, sag mal im Nebensatz. Ich will vielleicht einfach mal die Abläufe dazu kurz schildern. Das ist eine Frage, die das Budget, also den Haushalt der Stadt Sulzbach betrifft.
Das würde bedeuten, es müsste dann auch entsprechend mit dem Stadtrat diskutiert werden. Der Stadtrat müsste entsprechende Entscheidungen treffen. Das kann sicherlich die Stadtverwaltung nicht alleine tun. Insofern müsste man dann, wenn das quasi vorgetragen wird, müsste man den Weg über den Stadtrat gehen und auch die Themen dort quasi nochmal aufgreifen. Ich werde dort nochmal ein Gespräch auch mit dem City Manager führen, der ist ja für die Themen auch persönlich eingesetzt worden. Von dessen Seite ist mir dazu keine Notiz, nichts bekannt. Also insofern glaube ich, müsste das zunächst über den City Manager laufen, dann müsste man das im Stadtrat diskutieren, der letztendlich auch das Budgetrecht hat. Gut, dann werden wir bei dem City Manager nochmal nachfragen. Vielen Dank. Vielen Dank.